Ja, das klappt gerade ganz gut und ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Oh, jetzt muss ich ihn gerade mal schneiden. So. Was kriege ich dafür? Also getroffen hat er mich schon mal nicht. Way, sogar beides mal, beides auf Kirschblüte. Ich weiß, dass Frosemi mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber das Kind und sein Vater haben mich vor dem sicheren Tod gerettet. Ich verdanke ihnen mein Leben. Was soll ich nur tun? Gib uns einfach deine Kugel und wir ziehen weiter. Erhalten Gerechtigkeitskugel. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwähnt. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Ich werde für den Rest meines Lebens als Ome weiterleben. Was, du willst nicht zu Frosemi zurückgehen? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Der Sieg über Rothelm liegt nun in deinen Händen. Bitte informiere meine frühere Herrin Frosemi darüber, was passiert ist. Hä? Aber ich mache mir Sorgen wegen dir und dem Kind. Wow, das war ein Kampf. Schätze, das Königreich der Tiere ist ein Rauspflaster. Stimmt. Und es ist viel komplexer, als die Menschen glauben. Jo, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Mondkraft. Wir können also Tag zu Nacht und Nacht zu Tag machen. Das hilft uns ein bisschen zum einen dabei, diese Bosse zu finden, die wir noch auf der Aufgabenliste haben. Wobei ich da ehrlich gewillt bin, mir einfach irgendwo anzugucken, wo welcher Boss sich versteckt. Und wir können die Schätze besser finden bei Nacht. So, jetzt muss ich wieder ins Shinsofeld. Vor allem habe ich nicht mal eine Ahnung, wie man die Bosse rauslockt. Also was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, dass scheinbar einer sich im Dorf aufhalten soll, in das wir jetzt gerade uns wieder verkrümeln. Wei! Hochmut kommt vor dem Fall. Also ja, ich meine natürlich Logbuch, Journal, Kampf mit Hayabusa. Komm heute Nacht wieder her, wir müssen von Mann zu Mann reden. Ah, da müssen wir auch noch gegen den kämpfen. Da die Gesuchtenliste. Mikas Monsterliste, es fehlen ja nur noch 4. Enthält Zeichnungen von bösen Wesen, die gesucht werden. Ja, was haben wir hier im Bestarium? Achso, Hundekrieger Jin steht für Gerechtigkeit, Mitleid zu zeigen mit den Lebenden und Toten, sich kümmern und dabei das eigene Leben zu geben. Techniken haben wir ja jetzt. Den Geistersturm, den kennen wir jetzt. Fischliste. Fisch mit einem schönen Körper, sehr verbreitet. Und hier hinten haben wir den Mondfisch, gell? Soll die Reflexion des Mondes auf dem Wasser verschluckt haben? Ah, hat er auch. Und ja, wir haben noch sehr viele Fische. Schatzliste. Ein Kristall, hm? Ja, da fehlt auch noch einiges an Schätzen. Und an Perlen sowieso. Das sieht aus, als ob es 3 Perlen im Dorf gibt. Shinsofeld gibt es 6, haben wir gesagt. Eine im Hanatal. Im Agatha-Wald gibt es 6. Davon haben wir schon mal 5. Dorf Kusa gibt es 3. In der Sasa-Zuflucht gibt es 3. Da sind da noch ziemlich viele Gebiete. Was ich mich gerade frage, hier sind manchmal Fragezeichen direkt dahinter.
Also hier zum Beispiel Chinsofeld. Ja, dass das die Fragezeichen vorne für Chinsofeld stehen, ist klar. Aber für was die hinteren stehen, keine Ahnung. Da ich ja das Problem habe, dass mein Okami-Let's Play kaum angeguckt wird, leider, weiß ich nicht, ob ich mir die Mühe für einen 100%-Run machen soll überhaupt. Du trägst den Hundesucher, also wirst du wissen, was das hier bedeutet. Männer legen ihre Differenzen bei Nacht bei. Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. Meinst du nicht ja Hund gegen Wolf, Pfote gegen Pfote? Lässt du diesen Armleuchter so mit dir reden, Army? Na gut, Kampf beginnen. Du kannst deinem Kampf einfach nicht Nein sagen, oder? Dann zeig ihm mal, was es bedeutet, der neue König im Löchergraben zu sein. Au, jetzt geht er aber ab. Ich hasse es, wenn sie anfangen so rumzuspringen. Au, ich hasse es, hier festzustecken. Okay, diese Löcher klauen mir die Tinte. Er pinkelt auf mich? Was für eine feige Sau. Okay, das war jetzt wieder kein so guter Kampf. Ja. Zeit habe ich wieder nur einen Setzling gekriegt. Ja. Okay, jetzt muss ich aber einiges erklären, Hündchen. Warum ignorierst du den Ruf der Priesterin, um auf das Fest zu warten? Ich bin nicht der echte Hayabusa. Der echte Hayabusa starb zusammen mit Mushis Vater, als sie vom Monster tief im Wald angegriffen wurden. Ich kam gerade zufällig vorbei, aber es war schon zu spät. Kurz bevor Hayabusa starb, bat er mich, Mushi zu beschützen. Er sagte vorher, dass ein böser Pfeil aus dem Himmel kommen würde. Ein Pfeil, der Mushi töten würde in der Vollmondnacht. So kam es, dass ich hier in diesem Dorf lebe. Ich warte hier auf den Vollmond während der Festsaison. Niemand bemerkte, dass ich nicht der echte Hayabusa bin, da wir von der gleichen Art sind. Die Vollmondnacht steht kurz bevor. Ich darf mich nicht von dir wegbewegen. Es ist meine Pflicht, Hayabusas letzten Wunsch vor seinem Tod zu erfüllen. Ich muss Mushi beschützen. Loyalitätskugel. Wir haben eine Satomi-Kugel der Macht erhalten, Ami. Was sagte er doch gleich? Hat Hayabusa vorher gesagt? Dann gibt es von einem Feind, der Mushi töten würde. Das ist aber keine lustige Geschichte für so eine festliche Zeit. Ich hoffe, damit steht keine Verbindung zu der Legende über Orochi und dem Pfeil. Hey, Ami, sieht so aus, als hätten wir die drei Satomi-Kugeln der Macht gefunden, welche die Hundekrieger hatten. Ich weiß, wir hatten versprochen, die Hunde zurückzubringen, aber nun zumindest können wir Fusimi die Kugeln der Macht geben. Aber ich frage mich, glaubst du, sie werden mit diesem Rothelm im Windschrein fertig? Ja, und ich habe da oben was gesehen. Von mir aus kann es wieder Tag werden. Reden wir mal hier den Berg hoch. Jo, hier runter.
Ein Exorzismus S. Hm. Ja, und wenn wir schon hier oben sind, das sieht verdächtig aus. Nichts. Schade. Gut. Können wir hier erstmal nicht viel machen. Ich überlege gerade, wo... Achso, ich weiß, wo ich die anderen brennenden Kisten gesehen habe. Nämlich auf dem Weg zu dem Baum in der Taka-Ebene. Also zum Wächtersprössling in der Taka-Ebene. Aber vorher will ich nochmal ein Rennen gegen dich probieren. Hey, was möchtest du? Du willst es wieder mit mir aufnehmen? Klar, Ida der Blitz wird dich seinen Staub fressen lassen. Fertig, los. Das war nicht das, was ich geplant hatte. Okay. Ich sollte das Rennen wohl nicht bei Nacht machen. Und nicht ins Wasser plumpsen. Das war weniger schön. So sind wir wenigstens sauber. Das war wieder die falsche Taste. Ich brauche F1. So, und wir wollen jetzt auf die Taka-Ebene. Da mache ich mal kurz das Licht an. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Eingang. Dort wollten wir dem einen sein Windrad geben. Und dann rennen wir kurz hier den Weg hoch. Hey, Hündchen. Noch ein Hündchen. Fleisch für das Hündchen. Drei Punkte für uns. Noch 10 und wir können Tintenkraft erhöhen. Was ist mit dir, Kumpel? Ach, du bist das Hündchen, du bist wieder da. Ich habe die ganze Zeit hier im Untergrund rumgehangen. Aber alleine der Gedanke, dass du kommen und mich besuchen würdest, hat mein Herz erfreut. Nun, das ist nicht so ungewöhnlich. Okay, dann lass uns spielen. Die Mauli-Staubwolken-Formation. Es ist egal, wer gewinnt. Okay. Ah, du hast es echt drauf, Hündchen. Aber das Spiel hat noch gar nicht angefangen. Okay, er wird schneller. Ah, wir müssen den Boss beschützen. Ah. Okay, wo ist er jetzt?
Ist wahrscheinlich einfach das Beste, wenn ich an einem Ding warte, bis er vorbeikommt. Außer er ist so klug und kommt nicht vorbei. Au. Man kommt damit durch, den Maus keinen Respekt zu zollen. Okay, jetzt ist er etwas zu schnell für meinen Geschmack. Wenn wir was sagen, dann meinen wir das auch ernst, okay? Das war wieder der Falsche. Das war wieder der Falsche. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. So, ich wollte einem von euch beiden eine Windmühle bringen. Das Geschäft läuft gut, seitdem wir... Ja. Sie wurden von einem berühmten Töpfer im Schildzufeld hergestellt. Ich habe sie seitdem... Ja gut, du da. Oh, ist das nicht eines dieser berühmten Windräder aus Kusa? Meine Frau hat mich gebeten, ihr eins zu besorgen, aber ich habe zu viel Angst, um dort wieder hinzugehen. Ich nehme nicht an, dass du mir dieses geben kannst, oder vielleicht doch? Gerade kannst du es haben. Danke, Hühnchen, du hast mir das Leben gerettet. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass mir meine Frau Saures gibt. Hey, und wir können unsere... unseren Tintenfass um 1 erhöhen? Nein, können wir nicht, weil dafür brauchen wir 250, nicht nur 210. Schade. So, jetzt noch gucken, was hier in den brennenden Truhen drin war, bevor wir dann zurückgehen. Nee, hier waren sie nicht. Waren sie oben? Ich weiß, hier waren brennende Truhen. Wow, da ist eine Achso, hier ist Wasser. Noch ein Kristall, hey. Die Frage ist, wie mache ich es hier? Weil ich kann es schlecht nach da hinten. Das zählt nämlich nicht. Ah.
Denn da kann ich nicht... Den kann ich zerschneiden? Nö, ich habe was anderes zerschnitten. Okay, dann füttere ich euch mal noch. Pferde hatten wir schon, also kann ich das gerade überspringen. Ja, ich muss eh noch mal hier hoch. So, jetzt zurück in das, in die Stadt. So. Speichern. So. Erfolgreich gespeichert. Und damit gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis nachher.